Moin Moin, herzlich willkommen und hallo. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, nachdem vor kurzem ja der neunte Teil der kleinen Trikotsammlung kam, jetzt gleich der zehnte. Und der beginnt mit einem ganz besonderen Trikot, nämlich diesen hier. Und das ist das Trikot der nigerianischen Nationalmannschaft aus dem Jahre 2018. Da hat man die WM in Russland mitgespielt. Leider dort nicht so erfolgreich. Nur ein Sieg gegen Island aus 3 Spielen. Aber dieses Trikot war mega erfolgreich, denn es hat einen kleinen Hype ausgelöst. 3 Millionen wurden produziert und die waren innerhalb von 2 Minuten tatsächlich weg. Also Nike muss hier ordentlich nachproduzieren und mittlerweile habe ich mir auch eins gesichert. Und warum ist das so erfolgreich? Weil es natürlich ein besonderes Trikot ist, wo sich ordentlich was gewagt wurde und es sieht auch gewagt aus. Aber dadurch natürlich ein besonderes Trikot und ich finde es wirklich ganz cool. Also zumindest mal was anderes und dass man sich das hier getraut hat. Schön und gerade Nigeria, da eine kleine Hommage an die afrikanischen Trikots der 90er und 80er Jahre, denn dort war das gang und gäbe. Auch ich kann das mal ein bisschen runter hier die Farben trägt und das ist ein wunderschönes Trikot. Wir zoomen mal ein bisschen ran, gucken uns das mal im Genaueren an. Ich hoffe, ich muss hier keine Epilepsie-Warnung in den Titel schreiben, denn natürlich ist das auch ein bisschen wild, aber ich mag das. Und falls ihr nicht so der Meinung seid, dann geht es auch gleich. Keine Sorge, zum nächsten Trikot. Da wird es dann nicht mehr ganz so bunt und schrill. Denn als nächstes haben wir hier ein Trikot aus England von West Ham United. Und hier gibt es eine Besonderheit. Denn wenn ihr überlegen würdet, ob ihr das schon mal gesehen habt bei West Ham, dann müsstet ihr lange überlegen, denn es ist gar kein offizielles Trikot, es ist ein Trainingsshirt. Was mir leider zu spät aufgefallen ist. Eigentlich wollte ich ein normales West Ham Trikot. Aber da war das Schnäppchen dann doch nicht das, was es zu sein schien. Denn es ist wie gesagt nur ein Trainingsshirt. Kann noch nicht so alt sein, denn Betway ist noch nicht so viele Jahre Sponsor, aber es sieht zumindest schön aus. Aber kein richtiges offizielles Saisontrikot, sondern ein Trainingsshirt. Und hier fehlt natürlich auch das Blau, das Babyblau, was West Ham ja so ausmacht. Ah, schönes Trikot ist es an der Flock. Gefällt mir auch sehr gut. Ich zeige euch mal ein bisschen näher das Zeichen. Vielleicht kommt das ein bisschen rüber, denn das ist schon wirklich ein gutes, schönes Trikot. In diesen beiden Farben passt gut zusammen. Im Vergleich zu diesem hier. Und das ist ein Original West Ham Trikot. Aber, und ihr seht schon, hier hat der Flock ein bisschen gelitten. Interessant hier die Strukturen, die dann ja wohl am Bauchmuskel erinnern sollen an dieser Stelle. Fällt einem nicht im ersten Blick auf, nur wenn man genau hinguckt. Aber dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Das ist das Auswärtstrikot von West Ham United aus Saison 2006, 2007. Also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Damals gerade auch so dem Abstieg entrunden mit Platz 15 West Ham United. Also schon fast ein Retro-Shirt hier. Und das sieht man dem Vlog zumindest an. Das Emblem. Aber ganz stolz zu sehen hier. West Ham United, aber auch schon ein bisschen ausgeblichen. Aber durchaus Kult. Cooler Verein, mag ich gerne. Und wir kommen schon zum nächsten Trikot. Und das ist der FC Everton. Auch der natürlich in England zu Hause. Näher gesagt in Liverpool. Die Stadien Liverpool und Everton ja nicht weit auseinander. Ich finde hier den Sponsor etwas gewöhnungsbedürftig. Mit den Elefanten drauf. Aber ansonsten finde ich, ist es doch auch schon ein schönes Trikot. Everton ja immer mit diesem dunklen Blau. Und auch hier ein schönes Zeichen. Everton da drauf gestickt. Und der Kragen, vielleicht noch eine kleine Besonderheit noch. Die beiden Knöpfe, die man hier aufmachen kann. Das zeige ich euch noch ein bisschen näher. Das ja auch jetzt durchaus Mode bei vielen neuen Trikots. Das Trikot übrigens aus der Saison 2014, 2015, also nicht ganz neu, aber auch Umbro hier, der Ausstatter in England, ja gang und gäbe, ist ja auch eine englische Firma, die auch jetzt immer größer wird in den letzten Jahren. Auch nach Deutschland ja gekommen mit einigen Trikots. Everton übrigens in der Saison, also 2014, 15, auf Platz 11 gelandet, also boah, im Mittelfeld. Insgesamt werden wir natürlich aber wieder ein bisschen näher angreifen und gucken, dass man ein bisschen weiter hochkommt, was in England ja schwer ist, bei dem großen Geld und dem großen Verein, die dahinter stecken. Und damit war es das auch schon wieder.
im 10. Teil der kleinen Trikotsammlung, die jetzt gar nicht mehr so klein ist. Gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns demnächst wieder beim Video auf dem Kanal. Gerne Like und Abo dalassen, würde ich mich freuen und bis denn. Ciao, danke.